von Rudolf mit der. Und wir sind gespannt, was da jetzt passiert in diesem vierten Lauf. Keine der Top-Fahrer dabei. Eben ja, der Erstplatzierte und der Drittplatzierte, der Hannes Lavand, zusammen in einer Gruppe. Das war ein ganz entscheidendes Rennen. Ja, hätte wahrscheinlich jetzt sogar das sind jetzt auch zwei Team Vollers mit David Engel, der eigentlich auch gut gefahren ist an diesem Wochenende, der eigentlich auch zu den Top-Piloten gehört. Noch einmal mit dabei. Auf und beide fahren weit, weit nach draußen und stehen jetzt scheinbar dort hinten. Widow macht das Ding. Sie gewinnen souverän vor den Vorländern. Rennen in dieser Gasse. Der fünfte Lauf in der 74-Klasse. Es geht noch einmal zusammen. Dieser ist dabei. Stocker Dream and Dream. René von den Oscar Boys. Die Stephanie von Race for Fun. Die Mühler mit dem Mike. Blue Lightnings mit Enrico und der 261. Marcel noch einmal mit den Duke Boys. Und Startnummer.